klar, ich will irgendwann vielleicht mal Kinder, so, weißt du? Sie will keine Kinder? Das sagt sie mir aber auch so, ins Gesicht. Warum soll ich jetzt dieses Thema immer aufgreifen? Warum soll ich, ja, Probleme in die Beziehung bringen? Ich will nicht zu viel darüber reden, so, ich denke so in ein paar Jahren. Guck mal weiter, so, jetzt ist eh für mich, wäre eh nicht die Zeit. Frauen können auch ihre Meinung ändern. Okay. Meines Lebens mit Julian vor. Kinder kann ich mir keine vorstellen und wir werden da irgendwie eine Lösung für finden. Ja, einfach. Das ist schon komisch, das so für mich zu sehen, weil so mit Kindern, ich kann es mir für mich nicht vorstellen und er hat halt vor mir so reagiert, dass er sagte, ey, das wäre für ihn okay, solange wir einfach zusammen sind. Und dass er jetzt den Frauen das so erzählt, ist schon irgendwie hart für mich. Ich habe gedacht, wir haben das besprochen und das Thema ist für uns beide abgehakt. Ich möchte einfach noch mal, wenn wir uns sehen, noch mal genau seine Sichtweise ganz ehrlich hören. Also das Thema Kinder haben wir schon oft kommuniziert und auch wirklich ernste, tiefe Gespräche darüber gehabt. Mein größter Traum war nicht zu heiraten. Mein größter Traum war auch nicht eine tolle Frau zu werden. Mein größter Traum war einfach Kinder zu haben. Deswegen habe ich auch den Lehrerberuf angefangen, habe in einem Jugendzentrum gearbeitet. Ich bin da so reingewachsen. Ich will mal ein guter Vater sein. Das war so mein Ziel, aber das liegt einfach an der Vergangenheit, weil mein Vater da nicht so cool gehandelt hat. Sie will keine Kinder. Sie sagt mir das auch so offen und ehrlich. Das ist in ihrem Kopf verankert. Und wenn sie sagt wirklich, sie will keine Kinder, und das ist, dann würde ich das wirklich akzeptieren und dann wäre das auch okay für mich.